Also vom Künstlerischen her bin ich sehr zufrieden. Wir haben neue Werke kennengelernt. Wir haben ja 10 Werke sozusagen uraufgeführt in der Woche neben den wechselnden 4 Programmen, die wir hatten. Und ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Was ich persönlich sehr spannend fand, was sehr, sehr gut funktioniert hat, waren die Workshops mit den Studierenden. Also das ist auch ein Format, was wir in Deutschland eigentlich in dieser Form so noch nie exzessiv probiert haben. Also ich finde es auf jeden Fall sehr bereichernd für beide Seiten, wenn man sehr frühzeitig mit jungen Komponisten zusammenkommt, um vielleicht auch schon viele Fragestellungen einfach sehr früh zu klären. Weil jetzt ja auch direktes Feedback von den Instrumentalisten und den Sängern kam, warum notiert ihr sowas so? Habt ihr mal drüber nachgedacht, das so zu machen? Dann wäre es für uns viel leichter zu lesen oder leichter umzusetzen. Oder jetzt verstehen wir erst, was ihr eigentlich vorhabt. Natürlich ist es auch ein kultureller Austausch zwischen Europa und Nordamerika. Es ist in jedem Land doch eine andere Kultur. Obwohl die Globalisierung fortschreitet, ist immer eine andere Kultur vorhanden. Und das ist interessant, sich zu begegnen, sich auszutauschen und von dem anderen zu lernen. Es ist zum Teil tonaler und wir würden sagen konservativer. Und wir waren auch ein Informant sozusagen, ein Botschafter unserer Kultur. Also es war für mich klar, dass wir in sehr kurzer Zeit sehr viel vorhaben werden und dass wir hier ganz unterschiedliche Ziele bereisen werden und in diesen Zielen auch noch ganz unterschiedliche Auftrittsorte. Insofern war ich erstmal total offen auf das, was kommt und bin sehr froh, dass wir jetzt das so erfolgreich tatsächlich für uns beschließen können.